Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Update Wirtschaft. Auch heute wollen wir Sie wieder in die Welt der Wirtschaft und der Finanzen führen, eine Rundreise machen und Sie über die wichtigsten Themen über diesen Bereich informieren und einen Blick heute vor allem nach Frankreich werfen. Denn in Frankreich waren gestern sicherlich fast die ganze Nation am Bildschirm. Gestern Abend um 21 Uhr gab es ein rund zweieinhalbstündiges Duell zwischen den beiden Herausforderern in der Präsidentschaftswahl. Emmanuel Macron, der Präsident, er diskutierte mit seiner Herausforderin Marine Le Pen. Beide haben insgesamt eine sehr intensive Debatte geführt über die Zukunft Frankreichs. Denn es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am kommenden Sonntag wird entschieden, wer der künftige Präsident und die Präsidentin in Frankreich sein wird. Und in der Tat, die Umfragen liegen dicht beieinander. Aber im Moment hat Macron weiterhin einen Vorsprung. Aber er ist nicht ganz so groß wie bei den Wahlen vor 5 Jahren. Das heißt, dort gibt es um sehr zentrale Dinge, um die Zukunft letztendlich des Landes, aber auch um die Zukunft von ganz Europa. Denn die Europafrage spielt auch dieses Mal in diesem Wahlkampf einen erheblichen Hintergrund und eine erhebliche Bedeutung. Aber natürlich sind es vor allem wirtschaftspolitische Fragen, die auch in Frankreich im Moment die Wahl sehr deutlich dominieren. Und wir wollen uns das etwas näher einmal anschauen, was dort im Moment diskutiert wird, wie die Positionen sind und was das Ganze für uns bedeuten würde. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Dr. Stefan Mütze von der Landesbank Hessen-Thüringen. Seit vielen Jahren beobachten Sie sehr genau dieses Land. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Dr. Mütze, schön, dass Sie da sind. Vielleicht sollten wir einmal damit beginnen. Die Amtszeit von Macron, 5 Jahre ist sie nun also alt. Wirtschaftspolitisch hat er eine ganze Menge für das Land getan. Das Land steht ganz gut da. Mögen Sie vielleicht einmal eine Bilanz ziehen, wie Macron das Land in den letzten Jahren geführt hat, wirtschaftspolitisch? Ja, ich glaube, man kann schon sagen, Frankreich steht heute besser da als 2017. Wenn wir zum Beispiel mal sehen, den Arbeitsmarkt, die Arbeitslosigkeit hat sich verringert um 2 Prozentpunkte. Wir liegen heute bei 7,5%. Knapp. Also das ist besser, aber viel deutlicher hat sich verbessert die Jugendarbeitslosigkeit. Sie ist sehr, sehr deutlich zurückgegangen. Im Übrigen auch, was das Wachstum angeht. Frankreich wächst im Moment stärker als Deutschland. Frankreich hat auch das Vor-Corona-Niveau schon erreicht. Und woran liegt das? Macron hat in seiner Amtszeit die Wettbewerbsfähigkeit der französischen Wirtschaft verbessert. Er fing an mit Steuersenkungen, zum Beispiel Produktionssteuersenkungen. Und er hat auch viel am Arbeitsmarkt gemacht. Und das zahlt sich nun jetzt am Arbeitsmarkt aus. Er hat zum Beispiel dieses deutsche System der Lehre, der dualen Ausbildung verstärkt in Frankreich. Also viele Jugendliche machen jetzt hier auch eine Lehre. Er hat wie andere Länder auch die Kurzarbeit verstärkt. Und alles das hat dazu beigetragen, dass sich die Bilanz Frankreichs jetzt verbessert hat. Hier in den Schlagzeilen in den letzten Jahren waren allerdings eher so die Gelbwesten-Proteste und natürlich die umstrittene Reform der Renten, die ja eben angehoben werden soll auf 65 Jahre. Wie ist der Stand dort im Moment? Ja, also erstmal zu der Gelbwestenbewegung. Das war natürlich eine Zäsur in Frankreich. Es ging damals darum, dass aus ökologischen Gründen auch die Benzinpreise, Dieselpreise erhöht werden sollten. Die Bevölkerung war da nicht mit einverstanden. Er hat dann darauf reagiert, auch mit Diskussionen der Bürger, also sehr bürgernah. Und was die Rente angeht, ist es so, dass das eigentlich das einzige wirkliche Reformprojekt ist, das Macron jetzt noch im Petto hat für die nächste Wahl. Denn er möchte eigentlich die Lebensarbeitszeit noch mal verlängern Richtung 65%. Erinnern wir uns daran, dass wir in Deutschland sogar noch länger arbeiten müssen. In Frankreich ist das Alter 63. Seine Konkurrentin Le Pen möchte das sogar zurückdrehen Richtung 60 Jahre für diejenigen, die mehr als 40 Jahre gearbeitet haben. Also das ist eine Kontroverse weiterhin. Ansonsten ist natürlich auch Frankreich davon gezeichnet im Moment, dass die Inflationsrate dort relativ hoch ist, mit etwas mehr als 5%, allerdings niedriger als der Durchschnitt in der Eurozone, auch deutlich niedriger als bei uns. Nichtsdestotrotz, Marine Le Pen nutzt genau diesen Aspekt, um hier punkten zu wollen, um die Bevölkerung zu entlasten, über die Mehrwertsteuer zu senken, auf die 100 wichtigsten Produkte sogar auf 0%. Mit diesem populistischen Ansatz hat sie da eine Chance, tatsächlich eben auch die Bevölkerung zu bekommen? Also erstmal muss man sagen, die Inflationsrate ist 2 Prozentpunkte niedriger, weil Macron schon die Energiepreise gedeckelt hat. Das wirkt sich jetzt im Moment aus. Das kann man aber nicht auf Ewigkeit machen.
Und Marine Le Pen hat die Kaufkraft in das Zentrum ihrer Diskussion, in ihren Wahlkampf gestellt. Und da wird sie natürlich auch Stimmen gewinnen. Aber man muss natürlich auch sagen, ihre Vorschläge, zum Beispiel die Energiesteuern auf 5,5% zu senken, also radikal zu senken, die sind sehr, sehr teuer. Und das Institut Montaigne hat ausgerechnet, dass das Programm von Marine Le Pen über 100 Milliarden kostet, während das Programm, und Macron hat auch Versprechungen gemacht, aber maximal die Hälfte kosten. Das heißt, das Programm von Le Pen ist viel, viel teurer. Und das bei der Staatsverschuldung, die Frankreich heute schon hat, eine sehr hohe, von über 115% des Bruttoinlandsprodukts. Was sagt denn Le Pen ansonsten zur Wirtschaft? Das Wirtschaftsprogramm ist ja so ein bisschen unausgegoren und nicht so ganz ein bisschen diffus. Wenn Sie es einmal beschreiben, wo unterscheiden sich da die beiden? Ja, also ich glaube, mit Marine Le Pen würde Frankreich protektionistischer, und zwar nicht nur protektionistischer außerhalb Europas, sondern auch innerhalb Europas. Denken wir nur daran, dass sie gesagt hat, sie möchte nicht mehr den freien Fluss von Energie zwischen den einzelnen europäischen Ländern, was nicht sehr klug ist, weil das natürlich die Sicherheit, die Energiesicherheit in allen Ländern erhöht. Und sie möchte auch keine gemeinsamen Rüstungsprojekte mit Deutschland mehr. Also sie möchte mehr ein, sie nennt es das Europa der Vaterländer, aber es ist eigentlich weniger Europa, es ist mehr Protektionismus. Und das wäre natürlich für Europa schwierig. Sie schneiden es an, die Europafrage ist die ganz zentrale Frage in Frankreich. Und da gehen im Grunde die Gräben sehr weit auseinander. Macron ja eher der Pro-Europäer par excellence. Le Pen, rechtspopulistisch eingestellt, eben doch sehr zurückhaltend. Man will nicht mehr aus der EU austreten, aber man ist weiterhin sehr reserviert. Was für ein Potenzial, was für ein Probleme entwickeln sich dort im Moment? Also ich denke mal, für Europa wäre das ein riesiges Problem. Wir müssen schon mal sehen, dass wir Großbritannien nicht mehr haben, die immer sehr marktwirtschaftlich orientiert waren. Mit Marine Le Pen hätten wir mehr Protektionismus, Einschränkung der Bürgerrechte, Verfassungsänderungen, was sie so angedeutet hat. Es ist schwierig, das umzusetzen, aber das sind so ihre Ziele. Und Europa würde dann nicht mehr mit einer Stimme sprechen und vor allen Dingen die Achse Paris-Berlin würde nicht mehr funktionieren. Das ist ja bislang der Treiber in der EU und dieser Treiber wäre plötzlich nicht mehr da. Wir hätten vielleicht eine Achse Paris-Budapest, aber nicht mehr mit Berlin und das bedeutet im Prinzip, dass Reformprojekte innerhalb der EU kaum mehr umsetzbar sind und das ist natürlich eine Katastrophe, kann man eigentlich schon sagen, für die EU. Und darauf würden sicherlich die Finanzmärkte sehr deutlich reagieren, oder? Das würde ich sagen. Sie würden am Montag bestimmt sehr stark reagieren. Allerdings muss man natürlich auch sagen, wir haben im Juni noch die Parlamentswahlen. Würde jetzt Marine Le Pen gewinnen, könnte man sich vorstellen, dass die demokratischen Parteien bei den Parlamentswahlen die große Mehrheit gewinnen und dass wir dann eine Präsidentin hätten, die keine Parlamentsmehrheit hat. Sie würde zwar im Élysée sitzen, könnte aber auch ihre Projekte dann schlechter umsetzen. Ihre Prognose kurz zum Schluss ist ja nicht ganz leicht, immer in die Glaskugel zu schauen. Ich habe schon gesagt, die Abstände sind geringer als vor 5 Jahren. Wovon gehen Sie aus? Wie wird die Stichwahl am Sonntag ausfallen? Also die Umfragen, die ich heute Morgen noch mal gelesen habe, sind 56% für Emmanuel Macron. Aber wir haben natürlich sehr viele Menschen, die beide nicht wählen wollen, die vielleicht gar nicht zur Wahl gehen. Und das kann Marine Le Pen helfen. Aber ich gehe bislang immer noch davon aus, dass Emmanuel Macron und La République en Marche gewinnen werden am Sonntag. Dr. Stefan Mütze von der Landesbank Hessen-Thüringen, der Helaba. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Dankeschön, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Es wird also spannend am Wochenende, nicht nur für Frankreich selber, sondern für ganz Europa und damit natürlich auch für uns und insgesamt auch für die Wirtschaft in der Eurozone. Dort stehen heute neue Inflationsdaten an. Eurostat, die Europäische Statistische Behörde, sie wird heute ihre neuesten Daten für den April herausgeben, wie die Inflationsrate ist. Gestern gab es bereits neue Daten zu den Erzeugerpreisen. Das sind sozusagen die Preise, die entstehen, wenn Produkte eben produziert werden.
reduziert werden. Und die zeigen, dass die Inflationsentwicklung im Euroraum und auch hierzulande weiterhin sehr, sehr hoch sind. Der Anstieg bei den Energiepreisen hat dort vor allem zu Buche geschlagen. Ein Plus von rund 84%. Bei den Nahrungsmitteln ein deutliches Plus von rund 12%. Und diese Entwicklung kann man ja auch im Moment sehr deutlich in den Supermärkten sehen. Die Nahrungsmittel haben quer durch die Bank sehr deutlich angezogen. Und das spüren natürlich die Verbraucherinnen und Verbraucher im Moment sehr deutlich im Portemonnaie. Nichtsdestotrotz hat die Europäische Zentralbank in der vergangenen Woche entschieden, erst einmal nichts zu unternehmen, um die Inflation zu bekämpfen. Und deshalb wollen wir das nun mal etwas näher untersuchen und schauen, ob das die richtige Politik ist und ob die Europäische Zentralbank hier ihre Aufgabe, Preisstabilität zu gewährleisten, eigentlich noch immer wahrnimmt und auch wirklich ausreichend verfolgt. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Carsten Mumm. Er ist der Chefvolkswirt des Hamburger Bankhauses Donner und Reuschel. Einen schönen guten Morgen nach Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Jakisch. Herr Mumm, lassen Sie uns vielleicht auch hier erst einmal eine Prognose wagen. Um 11 Uhr kommen die neuesten Daten von Eurostat. Wir haben halt schon die ersten Einschätzungen. Wovon gehen Sie aus? Wird die Inflationsrate auf der Höhe von 7,5% wie im März bleiben, was ja Rekordniveau war? Ja, das ist die Annahme. Wir haben ja die Schnellschätzung für die Inflationszahlen schon gesehen. Das ist insofern jetzt nur die Bestätigung, die veröffentlicht wird. Und die dürfte bei 7,5% liegen, was die nominale Inflation angeht und die für uns aus volkswirtschaftlicher Sicht auch immer sehr wichtige sogenannte Kernrate der Inflation. Das bedeutet also Preissteigerung ohne die sehr schwankungsreichen Komponenten Energie und Nahrungsmittel. Die dürften auf 3% ansteigen, also auch ein deutlicher Anstieg über alle Inflationskomponenten hinweg eigentlich mittlerweile. Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, hat vergangene Woche gesagt, nach der Ratssitzung, man sei im Moment besorgt über die Entwicklung, die wirtschaftlichen Entwicklungen durch den Ukraine-Krieg und auch die Folgen der Sanktionen. Und die Unsicherheit für die europäische Wirtschaft, sie seien eben deutlich, deutlich gestiegen. Und deshalb sei man im Moment doch eher vorsichtig. Kann man das aus geldpolitischer Sicht tatsächlich so unterschreiben? Ist das nachvollziehbar? Also die EZB, die steckt zweifellos in einer sehr ungemütlichen Zwickmühle zurzeit. Sie haben das eben gerade beschrieben. Auf der einen Seite haben wir Inflationsniveaus, die wir wirklich seit Jahren nicht gesehen haben, die extrem schnell angestiegen sind und die mittlerweile ja sehr, sehr deutlich auch das Zielniveau von 2% der Europäischen Zentralbank überschreiten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ganz offensichtlich erhebliche wirtschaftliche Unsicherheiten. In meinen Augen ist die EZB trotzdem zu zögerlich in ihrer geldpolitischen Ausrichtung. Es gibt gute Gründe in meinen Augen, hier etwas deutlicher klarzustellen, dass ein weniger expansiver geldpolitischer Kurs oder gegen Ende des Jahres möglicherweise sogar ein leicht restriktiver geldpolitischer Kurs angesagt ist. Letzten Endes geht es darum, die Inflationserwartungen in den Griff zu bekommen. Und das ist das, der ganz wichtige Aspekt, den die EZB eben nicht vergessen darf. Und da droht man durch zu langes Zögern in meinen Augen durchaus das Heft des Handelns möglicherweise aus der Hand zu geben. Wie erklären Sie sich denn das, dass insgesamt die EZB so zurückhaltend ist, auch im Vergleich zu anderen Notenbanken rund um die Welt? Warum ist man hier so zögerlich? Ja, da gibt es auch, denke ich, eine Reihe an Gründen, die man anführen kann. Zum einen ist natürlich der Aspekt und auch wieder der schwierige Punkt, gerade bei der EZB, der die EZB macht eben Geldpolitik nicht nur für einen Staat, wie beispielsweise die US-Notenbank Fed das tut, sondern für alle Eurozonenstaaten, die wirtschaftlich und inflationstechnisch auf unterschiedlichen Beinen stehen, unterschiedlich aufgestellt sind. Das heißt, die EZB muss sozusagen immer einen durchschnittlichen geldpolitischen Kurs ansteuern. Das macht es schwierig, weil sie eben Rücksicht nehmen muss auf die Staaten, die deutlich höhere Staatsverschuldungen beispielsweise haben. Und hinzu kommt noch, dass natürlich die weitere Entwicklung der Inflation doch ja relativ unsicher ist vor dem Hintergrund eben der genannten Unsicherheitskomponenten. Wenn wir uns aber mal die Einzelstaaten anschauen in der Eurozone, dann gibt es viele Staaten, etwa im Norden Europas, da sind mittlerweile zweistellige Raten von 15% und mehr. Und selbst wenn wir uns die anschauen, die unter dem Durchschnitt sind, dann liegen eigentlich fast alle über den 2%, die von der EZB angestrebt sind. Muss man nicht doch zu dem Schluss kommen, dass die EZB hier einen Auftrag, eine Inflationsrate von 2% zu erreichen, doch zunehmend vernachlässigt? Ja, also die Gefahr besteht ganz eindeutig. Wir von Donner und Reuschel haben da auch schon seit längerem darauf hingewiesen. Wir haben seit ein oder zwei Jahren eine Initiative in Richtung der Geldpolitik gestartet, wo Professor Hans-Werner Sinn beispielsweise dabei ist, Edmund Stoiber, Peer Steinbrück und andere namhafte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik
und Wissenschaft, weil eben tatsächlich diese Gefahr besteht, dass die EZB das Steuerrad verliert. Es ist bei der Inflation eben so, dass man nicht einfach auf den Knopf drücken kann und dann kann man die 2% ansteuern. Das sehen wir daran, dass die EZB jahrelang unter der 2%-Marke lag und jetzt deutlich drüber liegt. Der entscheidende Punkt für die weitere Ausrichtung sind die EZB-Projektionen, also die eigenen Erwartungen der Notenbank an die Inflation in den kommenden Jahren, 23 und 24. Und da wird am 9. Juni auf der nächsten EZB-Ratssitzung die EZB ihre neuesten Projektionen veröffentlichen. Ich gehe davon aus, dass die Erwartung wie bisher, dass eben wir in den kommenden 2 Jahren wieder unter die 2%-Marke Inflation rutschen, das wird so nicht mehr zu halten sein. Und eine Anhebung der eigenen EZB-Erwartungen könnte dann eben die Basis dafür sein, dass auch ein zumindest erstmal weniger expansiver geldpolitischer Kurs angekündigt wird. Die EZB hat ja nun angekündigt, dass die Anleihekäufe im 3. Quartal auslaufen sollen. Das ist die Vorbedingung, dass überhaupt die Zinsen erhöht werden können, das probate Mittel, um gegen Inflation zumindest teilweise anzusteuern. Nehmen wir mal an, die EZB würde jetzt tatsächlich reagieren. Wann wäre denn überhaupt der frühestmögliche Zeitpunkt, dass die Zinsen überhaupt erhöht werden könnten? Ja, bisher ist der Wortlaut so, dass also vor einer ersten Leitzinsanhebung zunächst einmal die Wertpapierkaufvolumina ganz auf Null gefahren werden müssen, also die Netto-Wertpapierkäufe. Das dürfte mittlerweile im 3. Quartal relativ sicher der Fall sein, es sei denn, es kommt wirklich noch zu einem Stopp von Gaslieferungen aus Russland und damit zu einer deutlich größeren Gefahr einer rezessiven Entwicklung in der Eurozone. Das heißt also, wir rechnen damit, dass die Wertpapierkäufe, die Netto-Wertpapierkäufe, also der Aufbau der Bilanz der Wert der EZB im 3. Quartal endet, sie trotzdem fällige Wertpapiere wieder neu anlegt, aber damit wäre der Weg bereitet, um tatsächlich dann die erste Zinserhöhung oder auch 2 Zinsschritte möglicherweise im 4. Quartal umzusetzen. Also das heißt, eine Zinswende würde auf den Herbst, auf den frühen Winter verschoben? Das ist der frühestmögliche Zeitpunkt im Moment. Vorher kann man, glaube ich, nicht damit rechnen. Das wäre aber in meinen Augen auch der spätestmögliche Zeitpunkt, um dann tatsächlich noch einigermaßen adäquat auf die Inflationssituation zu reagieren. Dann lassen Sie uns noch mal auf die Verbraucherinnen und Verbraucher schauen. Gerade hier in Deutschland ist man sehr sensibel, wenn es um Inflationsentwicklungen geht. Das hat sicherlich historische Gründe. Ist es so, dass die EZB hier möglicherweise doch aber auch sehr viel Porzellan verschlägt und Vertrauen in der Bevölkerung eben zerschlägt, weil eben doch zunehmend hier die Sorge herrscht, dass die Währungshüter ihren Auftrag, nämlich Preisstabilität zu gewährleisten, nicht wirklich ernst nehmen? Ja, das ist ganz bestimmt so. Das ist in meinen Augen ein ganz großes Problem der EZB-Geldpolitik seit Jahren. Wir sehen jetzt, dass gerade diese explodierenden Inflationsniveaus natürlich auch eine sehr starke soziale Komponente haben, denn am stärksten getroffen sind die Regionen oder die Menschen in Deutschland mit unteren und niedrigeren Einkommenssegmenten. Das wurde vor kurzem gerade noch mal in einer Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung bestätigt. Also Familien mit 2 Kindern, geringere Einkommenssegmente, die merken natürlich diese Inflation am stärksten. Da trifft sie am härtesten zu. Was wir aber seit Jahren schon sehen, sind eben auch die unerwünschten Nebenbedingungen. Ein Null- und Negativzinsniveau bringt natürlich auch die Gefahr von Fehlallokationen volkswirtschaftlich mit sich. Es werden Investitionen getätigt, die unter normalen Zinsniveaus überhaupt gar nicht mehr rentabel wären. Die Altersversorgung oder Vorsorge gerade in Deutschland gerät in Gefahr. Und da gibt es eben eine Reihe von unerwünschten Nebenwirkungen, die seit Jahren schon um sich greifen und die absolut die Glaubwürdigkeit und die Intention der EZB-Geldpolitik ganz klar in Frage stellen. Das sagt Carsten Mumm, der Chefvolkswirt des Bankhauses Donner und Reuschel. Vielen Dank für die Einschätzung zur EZB-Geldpolitik. Dankeschön, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Es ist nicht nur die hohe Inflation, die vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern im Moment Sorgen machen, weil natürlich alles deutlich teurer geworden ist. Viele Waren sind im Moment auch nicht immer so leicht zu haben. Im Supermarkt merkt man das hier und da, da fehlt das ein oder andere, das ein oder andere Regal ist auch leer. Aber besonders deutlich wird das häufig bei größeren Anschaffungen, wenn sie zum Beispiel online bestellt werden, wenn man ein Auto bestellen will oder wenn man eine Küche im Moment einkaufen möchte, da ist die Auswahl doch sehr beschränkt. Insgesamt gibt es sehr viele Lieferprobleme im Moment bei den Händlern. Das liegt natürlich an den Lieferengpässen, die weiterhin rund um die Welt sehr deutlich sind und durch die Corona-Pandemie insbesondere in China im Moment wieder verschärft werden. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn die Ware nicht rechtzeitig kommt und was für Rechte habe ich?
Das möchte ich jetzt besprechen mit Nicolas Liefen von NDR Info aus der Wirtschaftsredaktion. Guten Morgen, Herr Liefen. Hallo, schönen guten Morgen. Herr Liefen, nehmen wir mal an, das ist so. Ich habe was bestellt als Verbraucher. Es kommt nicht, es kommt viel zu spät. Ja, was ist dann? Ja, dann müssen Sie tätig werden irgendwann. Es ist ein bisschen abhängig noch davon, ob Sie einen fixen Liefertermin haben oder eben nicht. Bei vielen Waren ist es ja so, dass dann angegeben wird, es kommt in irgendeinem Quartal oder binnen eines gewissen Zeitraums. Am einfachsten ist es, wenn Sie einen fixen Liefertermin haben. Dann warten Sie den Termin ab, dann schicken Sie ein Schreiben hin mit einer Frist. In der Regel sagt man so 2 Wochen. Und sagen dem Händler, bis dahin musst du geliefert haben, ansonsten trete ich vom Kaufvertrag zurück. Und das können Sie dann natürlich tun. Ein bisschen komplizierter ist es, wenn Sie keinen fixen Liefertermin haben. Dann gibt es, ich sag mal, so ein zweistufiges Verfahren. Dann müssen Sie den Händler erstmal in Verzug setzen. Das heißt, Sie schreiben ihn erstmal an und sagen, so, ich möchte meine Ware jetzt auch wirklich haben. Und wenn dann nichts passiert, dann kommt das zweite Schreiben, wie mit einer Frist, wieder von 2 Wochen. Und in diesem Fall können Sie dann, wenn die 2 Wochen abgelaufen sind, auch tatsächlich diesen Vertrag widerrufen oder kündigen. Also ich muss selber aktiv werden als Verbraucher? Sie müssen in jedem Falle selber aktiv werden, weil wenn Sie das nicht einfordern, wenn Sie Ihr Recht nicht einfordern, dann sagt der Händler möglicherweise auch, ich werde doch auch nicht beliefert, dann kann ich Ihnen die Ware natürlich auch nicht liefern. Und je länger Sie ruhig halten, desto besser ist es natürlich auch für den Händler. Nun, viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind im Moment froh, wenn die Ware überhaupt kommt. Das heißt, die meisten wollen das ja gar nicht zurückdrehen. Aber das ist ja nicht immer so leicht. Häufig kommt die Ware eben nicht. Das heißt, eigentlich muss man heute froh sein, wenn ich überhaupt was bekomme, oder? Ja, und Sie haben es ja gerade eben auch berichtet, vieles wird ja viel teurer werden. Das heißt, viele werden gar nicht zurücktreten wollen, weil sie sagen, wenn ich es woanders kaufen muss, dann ist es nachher teurer, wenn ich nochmal 2, 3 Monate erneut auf irgendwas warten muss. Aber es gibt ja auch Ware, die Sie bestellen, weil jemand Geburtstag hat zum Beispiel. Oder Saisonware. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Gartensitzgruppe im Sommer haben und dann heißt es plötzlich, die kommt doch im Winter. Oder stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Auto kaufen, ein E-Auto und hoffen noch auf den Umweltbonus, auf die Innovationsprämie. Und nun wissen wir ja am 31.12. der Stichtag, was dann nicht zugelassen ist, bekommt deutlich weniger Geld. Zum Teil wird es ja auch ganz gestrichen für Plug-in-Hybride. Und das kann natürlich dann eine Finanzierung zum Beispiel ins Wanken bringen. Genau, die Finanzierung kann dann ein großes Problem werden. Jan, was ist dann? Ja, dann haben Sie eben auch wieder verschiedene Rechte, die Sie einfordern können. Bei Autos ist das allerdings, bei Neuwagen ist das allerdings nochmal ganz speziell geregelt. Das heißt, wenn dann dieser unverbindliche Termin kommt, und meistens sind es ja unverbindliche Termine, da sagt man dann im 3. Quartal kommt Ihr Wagen oder irgendwann im Mai, dann müssen Sie diesen unverbindlichen Termin erstmal abwarten. Dann müssen Sie dem Händler nochmal 6 Wochen Frist geben. Bei höherer Gewalt sind es sogar 4 Monate. Was ist höhere Gewalt? Zum Beispiel jetzt der Ukraine-Krieg. Das ist höhere Gewalt. Bei Corona ist es schon nicht mehr ganz so klar, weil diese höhere Gewalt auch unvorhersehbar sein muss. Und das ist bei Corona, wie gesagt, jetzt nicht mehr der Fall. Also 6 Wochen warten oder 4 Monate warten. Dann erst können Sie wieder tätig werden. Dann setzen Sie dem Händler wieder eine Frist. In diesem Fall auch, können Sie auch wieder 2 Wochen Frist wählen. Und dann haben Sie die Möglichkeit eben zu sagen, ich kündige den Vertrag, ich hebe ihn auf. Oder zweite Möglichkeit, Sie sagen, ich warte. Und das eröffnet dann wieder die Möglichkeit, zum Beispiel Schadenersatz zu stellen oder eben auch einen Leihwagen oder die Kosten eben in Rechnung zu stellen. Also diese Möglichkeit haben Sie, wenn Sie sagen, ich möchte den Wagen doch noch. Ich habe aber den Händler jetzt in der Zwischenzeit in Verzug gesetzt. Okay, teilweise ganz schön kompliziert. Lassen Sie uns jetzt noch mal, wir haben jetzt auf die Verbraucherinnen und Verbraucher geschaut, lassen Sie uns noch mal auf die Händler schauen. Was können die eigentlich tun, wenn die Ware nicht kommt? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die können ehrlich gesagt gar nicht so viel tun. Wenn man Verträge eingegangen ist, dann sind diese Verträge natürlich auch einzuhalten. Das heißt, die Händlerinnen und Händler müssen liefern. Das kann man übrigens auch nicht aushebeln über die allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass man da reinschreibt, ich liefere aber nur, wenn ich die Ware auch tatsächlich bekomme. Es gibt noch eine Klausel, die kann man noch mal ziehen. Da könnte der Händler dann sagen, naja, ich habe das Kreuz da falsch gesetzt. Eigentlich ist es gar nicht lieferbar und ich habe angekreuzt, es ist lieferbar. Aber sehr, sehr schwierig durchzusetzen. Also für den Händler heißt es, er muss liefern, muss notfalls auch bei einem anderen Händler das Auto zum Beispiel kaufen, auch wenn es teurer ist. Und was kann der Händler tun? Natürlich kann er dann gegen seinen Lieferanten vorgehen und kann im Prinzip ein ganz ähnliches Prozedere einläuten, wie das, was wir Verbraucherinnen und Verbraucher eben auch tun können. Nicolas Liefen mit Tipps und Informationen, wie Verbraucherinnen und Verbraucher sich mit Waren auseinandersetzen können, wenn sie nicht kommen oder man sie nicht mehr haben will. Vielen Dank für diese Informationen. Danke nach Hamburg.
Ja, und wir wollen zum Schluss noch einmal ganz kurz auf den deutschen Aktienmarkt schauen, wie er heute eröffnet hat. Das Börsenbarometer in den letzten Tagen ja eher ein bisschen wackelig. Aktuell notiert es bei genau 14.418 Punkten, 55 mehr als gestern. Also die Stimmung etwas aufgehellt, trotz all der Probleme, die wir auch heute wieder skizziert haben. Das war's von uns. Vielen Dank für Ihr Interesse an Update Wirtschaft. Wenn Sie möchten, gerne morgen wieder. Bis dahin, tschüss und einen schönen Tag.